Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stöpselkopf. Heute mal zu keinem French Cleat heute, auch wenn wir die French Cleat Weeks haben. Wir müssen jetzt mal etwas anfangen, beziehungsweise mal bauen, was ich gerade aktuell, ja, einfach ganz einfach brauche. Und genau aus dem Grund bauen wir es auch. Denn wir bauen uns nämlich in diesem Projekt so etwas, nur eine Nummer größer. Naja, besser kann man jetzt nicht sagen. Aber wir bauen uns so etwas Ähnliches wie das hier. Es ist jetzt ein gutes Jahr her, dass wir diese Projekttische gebaut haben. Die haben nur ein kleines Problem, und zwar klein ist dann nämlich das richtige Stichwort. Die sind eher in der Breite etwas zu klein, genauso auch in der Tiefe. Wobei die Tiefe eigentlich passt, bloß die Breite ist immer so das Problem. Und deswegen bauen wir uns nämlich einen Projektetisch, der eine Nummer größer ist. Wofür ich den brauche, werdet ihr jetzt fragen. Wofür braucht man ihn nicht? Das ist, ich sollte vielleicht doch mal wieder anfangen, irgendein Skript zu schreiben, damit ich auch vorab irgendwie mal weiß, was ich sagen soll. Obwohl, das wirkt dann so gestellt, dass es dann schon wieder eher ein Spielfilm ist mit Text und schauspielerischen Können. Aber wofür ich diesen Projekt natürlich tatsächlich brauche, das seht ihr dann, glaube ich, im letzten Teil dieser dreiteiligen Serie. Ist jetzt 3 zu viel oder zu wenig? Ich denke, 3 sind jetzt genau die richtige Anzahl, wo ich sage, damit kann ich mich jetzt arrangieren. Oh, der eine oder andere hat mich das auch schon in den Kommentaren gefragt, wo sind eigentlich diese Schränke hin? Diese Schränke hin, die ja mal meine Maschinenwagen waren für Standbohrmaschine, Bandsäge, Tellerschleifer und so weiter, was da alles eben drauf stande. Die habe ich dann ja ausrangiert, da ich ja eine neue Maschinenplattform hatte oder mir gebaut habe vielmehr. Und da waren die ganz einfach überflüssig. Ich hatte dann mal ursprünglich vor, da irgendein so ein Sideboard fürs Büro zu bauen, weil sie jetzt auch normal im Büro standen. Über die Zeit habe ich dann aber festgestellt, das passt nicht mehr richtig. Und da ich das Büro sowieso in sehr naher Zukunft umbauen muss, habe ich mir dann jetzt ganz einfach gesagt, ich brauche eben Projektetisch. Schubladen sind nie verkehrt. Ich glaube, das kann jeder von euch nachvollziehen. Daher habe ich gesagt, kombinieren wir das ganz einfach. A, sind sie weg. Naja, weg, mehr oder weniger. Haben eine neue Funktion, ganz einfach. Ich habe meinen Projektetisch für das Projekt. Also eine eine Win-to-Win-Situation. Ich glaube, so wird es schon mal richtig. Und genau wieder an diesem Punkt greift auch wieder mein Spruch. Fackeln wir nicht lang. Gehen wir es an. Ja. Als allererstes müssen mal wieder diese Leisten ab, die ich mal rangeklebt habe, um das Ganze bündig zu bekommen. Weil dieser Deckel ja etwas, ja, übersteht. Und da hatte ich diese Leisten hier nur rangeklebt. Und ihr seht schon, eine ist zum Beispiel schon abgefallen. Auf der anderen Seite sind beide abgefallen. Cool. Das war ja nicht so das Problem, weil ja hier ein Balken davor war. Also ich glaube, ich habe da auch nicht viel Leim genommen. Wenn ich jetzt Glück habe, kriege ich die jetzt auch so rückstandslos hier ab wie die anderen. Ja, wenn ich Glück habe. Wenn ich jetzt noch bedenke, dass ich das Ganze noch 4-mal machen, dass ich das Ganze jetzt noch 3-mal machen muss, insgesamt 4-mal, also ja, dann wird mir gleich ein bisschen anders. Und ich denke mir so, mein Zeitkonzept geht da nicht ganz auf. Naja, was muss, das muss. We'll be right back.
kann jetzt gerade nicht mal genau sagen, wie lange es für euch gedauert hat. Für mich waren es jetzt 45 Minuten, die ich jetzt hier dran gestanden habe, um diese vier Korpusse, ja, zum einen, ja, zu befreien von diesen Leisten, dann noch Deckplatte entfernen und Rückwand. Rückwand vielmehr nur, um da jetzt wirklich an jede Stelle ranzukommen. Ich weiß es gerade noch nicht, ob wir die Rückwand gleich so weiternehmen werden, also dementsprechend nur anpassen. Werden wir sehen. Die Deckplatte definitiv kommt weg, weil da habe ich mir jetzt schon auch so im Nachhinein gesagt, bei den Maschinentischen, warum habe ich die Deckplatte draufgelassen? Wäre doch viel sinnvoller, dann gleich so eine Arbeitsoberfläche oben drauf zu machen. Ich nehme jetzt mal an, dass ich das aufgrund der Stabilität gemacht habe, dass dieser Korpus in sich dann schon mal verbindungssteif ist, plus dann diesen Ringsherumbau, den ich dann noch gemacht habe. Ich verlinke euch das Projekt auch mal oben in der Ecke, falls ihr euch das noch anschauen wollt. Sie haben ihren Zweck erfüllt, allerdings jetzt mit dieser neuen Maschinenplattform waren sie einfach für mich, jetzt sage ich jetzt mal, nicht mehr so sinnvoll. Ich hätte sie hier natürlich noch eine ganze Weile benutzen können, aber so bei der einen oder anderen schwereren Maschine war es nicht so ganz so toll. Für kleine Werkstätten dennoch aber sicherlich angebracht. Nichtsdestotrotz überlege ich jetzt gerade, wie wir hier weiterverfahren. Vielleicht sollte ich mir auch da dieses Konzept übernehmen mit diesen Platten. Weil hier ist ja echt der Vorteil, die Platten sind nur nicht fest verschraubt und haben ganz einfach auch damit die Eigenschaft, dass ich die mal schnell austauschen kann. Und ich überlege gerade, wenn wir das mit den Dübeln machen, ist es dann Blödsinn, das Ganze mit der Arbeitsplatte zu verleihen. Dass wir das jetzt eher so wieder aufbauen, dass man diese Arbeitsplatte auch beliebig wechseln kann. Ich denke aber wirklich, dass das das Sinnvollste ist, dass wir das Ganze, diesen Korpus oder diese Korpusse in ein Grundgestell packen, wo dann bloß noch die Arbeitsplatte oben drauf kommt, die man dann quasi damit auch austauschen kann. Ich denke, das wird das Sinnvollste sein, weil das Ganze wieder mit der Arbeitsplatte zu verschrauben, dann hält wieder die Arbeitsplatte eigentlich das, was die Arbeitsplatte halten sollte. Eine Aussage, die nicht mal überlegt war, öffnet mir gerade die Augen, dass das das Richtige ist, was ich mache. Wow, auf diesen Schock muss ich jetzt gerade erstmal einen Kaffee trinken gehen. Boah. Viertelstunde lang schleifen, ist das Ganze nun ja so weit, dass wir zumindest mal weiterarbeiten können. Fast. Boah. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so dieses leicht matte Glänzen ist mir fast lieber als so ein hochglänzend. Das ist, also das Schleifen hat sich dann jetzt gerade in dem Punkt auch ein bisschen mehr gelohnt, als ich es dachte. Der ursprüngliche Gedanke war ja vielmehr nur, diese Reste abzubekommen. Aber wenn ich mir das jetzt hier so angucke im Ganzen, ist mir das jetzt schon mal wesentlich lieber. Das sieht vielmehr nach Holz aus, je nach so lackiertem Holz.
Schön. Ja, okay, bevor wir weitermachen, lass mal kurz ein bisschen putzen. Also wenn ich mir das jetzt hier so anschaue, ich hatte ursprünglich vor, das gar nicht weiter mal groß zu behandeln, werde ich das echt komplett ölen. Also zumindest die Außenflächen. So, jetzt aber weiter im Text. Ich habe mir dann jetzt auch schon mal einen groben Plan gemacht. Dazu musste ich dann auch einen Kompromiss eingehen. Ursprünglicher Gedanke war ja auch, hatte ich auch schon gesagt, diese Deckplatte hier oben wegzulassen, weil letztendlich macht die nicht wirklich den Sinn. Habe ich mir dann jetzt aber anders überlegt, weil das Ganze, ihr seht schon, nicht so ganz solide ist. Ja, mit der Arbeitsplatte würde sich das Ganze ja natürlich ein bisschen versteifen. Jetzt habe ich mir ja aber den Plan gefasst, diese Arbeitsplatte, die oben drauf kommt, nun so anzubauen, dass das Ganze auch wieder flexibel tauschbar ist. Sprich, wir brauchen eine Unterkonstruktion, die auch so verbindungssteif ist, dass sie alleine stehen bleibt. Problem an dieser ganzen Thematik ist aber nämlich vielmehr das, warum ich auch diese Platten unter anderem abmachen wollte. Und zwar, das zeige ich euch nämlich hier. Und zwar haben wir nämlich hier oben diesen Überstand, der mittels dieser Leiste einfach kompensiert wurde, dass das bündig ist. Ja, und das werde ich definitiv nicht nochmal machen. Alleine diese Thematik, das Ganze jetzt abzumachen, war blöd. Wir werden das Ganze jetzt ganz einfach, ich denke mal, bündig fräsen. Ja, bündig fräse habe ich ewig nicht benutzt. Das wäre gar keine so eine blöde Idee. Es ist natürlich die Frage, wie mache ich denn das jetzt vorne? Ich glaube, ich muss das gerade mal auschecken, wie das Ganze sich so verhält. Ich glaube, die Breite kommt sogar, glaube ich, hin. Mensch, was schon genau. So, eine Seite. Es soll jetzt auch nicht viel Gewicht aushalten. Das muss ich mir jetzt auch vor Augen führen. Wobei, für den Fall, dass doch mal was Schweres draufkommt, ist es schon sinnvoll, das so solide zu bauen, dass man mal etwas Schweres draufstellen könnte. Weil so diese Konstruktion, wie ich es mir jetzt gerade für den Moment ausgedacht habe, sind die Schränke nicht mal wirklich vonnöten, weil baue ich letztendlich alles ringsherum um diese Schränke. Okay, Jörg, alles nochmal auf Anfang. Ich glaube, wir müssen uns jetzt hier echt erstmal ein anderes Konzept überlegen.